Hallo und herzlich willkommen auf Mirella.de. Wir schauen uns nun etwas wieder zum Bereich Berufsorientierung an, nämlich die Frage, die sich sehr viele Abiturienten nach dem Abitur stellen: Sollen wir an eine duale Hochschule oder in manchen Bundesländern nennt sich auch Berufsakademie gehen oder doch lieber an die Universität? Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie dass man eine Ausbildung macht oder an eine Fachhochschule geht oder eine andere Hochschule geht. Aber diese beiden Optionen sind auch bei sehr vielen Abiturienten dann sehr hoch im Kurs. Und deswegen wollen wir diese beiden Optionen mal ein bisschen gegenüberstellen, miteinander vergleichen, jeweils die Vor- und die Nachteile beleuchten. Das erste schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie das läuft. Ich habe das vielleicht in einem anderen Video schon gesehen. Die duale Hochschule, die dauert insgesamt 3 Jahre. Und man ist immer 3 Monate im Wechsel in Betrieb, wo man eine praktische Ausbildung macht. Und an der dualen Hochschule selbst, wo man studiert. Das ist immer, findet immer im Wechsel statt und immer in diesem Rhythmus 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate. Also immer ein Semester besteht zur Hälfte aus der Ausbildung, zur Hälfte aus Studium. An der Uni ist es anders, da hat man eben dieses komplette Semester, ist ein Studium, allerdings ist dann mehr oder weniger die zweite Hälfte, nicht ganz, aber fast die zweite Hälfte aus vorlesungsfreier Zeit oder auch Semesterferien, je nachdem. In manchen Studienfächern muss man dann noch Praktika machen oder Hausarbeiten schreiben oder Klausuren schreiben. Das sind unterschiedliche Anforderungen. Auf jeden Fall, was wir wissen ist, an der dualen Hochschule kann man den Bachelor als Abschluss machen nach 3 Jahren und an der Uni kann man zusätzlich zum Bachelor noch den Master dranhängen. Oder auch wer an der dualen Hochschule den Bachelor macht und dann einen Master machen möchte, geht dann an die Universität. Das heißt, der erste Nachteil der dualen Hochschule ist natürlich, dass man nur den Bachelor machen kann. Des Weiteren sind die Fächer an der dualen Hochschule hauptsächlich auf wirtschaftliche oder auf technische Aspekte ausgelegt, also auf das, was die Industrie, was die Wirtschaft nachfragt. Während an der Universität kann man ganz, ganz viele verschiedene Fächer studieren. Das gibt alle möglichen Dinge, sogar bis ins kleinste Detail. Also da hat man eine sehr, sehr breite Fächerauswahl. Was natürlich auch das Risiko dann mit sich zieht, wenn man etwas Exotisches studiert, dass man dann vielleicht am Ende Schwierigkeiten hat, am Ende eine Arbeitsstelle zu finden. Ein Vorteil der dualen Hochschule ist, dass man während des Studiums ja schon in diesen 3 Monaten praktisch im Betrieb arbeitet und auch während des Studiums schon viele Praxisbeispiele an die Hand bekommt. Das heißt, man hat einen recht hohen Praxisbezug. Das heißt, man weiß am Ende vom Studium schon ungefähr, was er in der Arbeit erwartet und kann diese Anforderungen auch besser erfüllen, als wenn man an der Universität nur den theoretischen Hintergrund bearbeitet hat. Das heißt, es bereitet nicht konkret auf den Beruf vor. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel an Medizin denke. Ein weiterer Punkt ist, was ich schon gesagt habe, dass man an der dualen Hochschule immer diese 3-monatigen Wechsel hat und dadurch wenig Zeit für Ferien. Das heißt, im Gegensatz zur Universität, wo man diese Semesterferien, diese vorlesungsfreie Zeit hat und dann neben den Praktika und den Hausarbeiten auch oft noch relativ viel Zeit, um seinen Hobbys nachzugehen oder zu arbeiten oder was man eben sonst noch machen möchte. Ja, man kann davon ausgehen, dass man etwa im Sommersemester etwa knapp 3 Monate vorlesungsfreie Zeit hat und im Wintersemester etwa 2,5 Monate. Also es ist etwa 5 Monate insgesamt im ganzen Jahr. Das ist schon relativ viel. Wenn wir dann weiterschauen, wie sehen die Studienbedingungen an den verschiedenen Institutionen aus? Nun, an der dualen Hochschule ist es ähnlich wie in der Schule. Das heißt, man sitzt dann da zusammen mit 25 oder 30 anderen Leuten in einem Kurs. Und es ist ja auch unterrichtsähnlich von der Aufbereitung des Stoffes her. An der Universität ist es anders. Da gibt es die Vorlesung, da sitzen sehr, sehr viele Leute drin, oft mehrere hundert. Man hört sich dann den Vortrag des Dozenten an, hat wenig Interaktion mit dem Dozenten und schreibt dann mit und schreibt am Ende vielleicht die Klausur oder die Hausarbeit. Also im Gegensatz zur dualen Hochschule, wo man etwas mehr Interaktion mit dem Dozenten hat. Das heißt, letztendlich sind die Kurse hier an der Universität, neben den Vorlesungen gibt es natürlich auch noch die Tutorate zum Beispiel oder die Seminare, wo das Ganze auch noch ein bisschen vertieft wird, wo dann auch die Interaktion höher ist,
Aber diesen Vorlesungsaspekt, den haben wir hauptsächlich hier an der Universität und da sind die Kurse dann auch relativ groß und zum Teil auch überfüllt. Hängt natürlich auch oft von der Universität ab. Das heißt, wir haben hier oft große Kurse. Im Gegensatz zur dualen Hochschule. Wir hatten hier in der dualen Hochschule natürlich dann diese Kurse in Klassengröße haben. Das kann ein Vorteil sein, wenn man zum Beispiel Fragen hat oder einem der Stoff noch nicht ganz klar geworden ist, wenn man an der Uni das dann meistens selbst nachbereiten muss. Wenn wir uns das mal anschauen, ist es natürlich auch ein Nachteil, dass es hier so ein bisschen wie der Schule abläuft. Viele von euch möchten dann nach 12 oder 13 Jahren Schule vielleicht mal ein bisschen von diesem System runter und etwas anderes erleben. Und dann nochmal 3 Jahre lang in Anführungsstrichen Schule ist vielleicht nicht für jeden etwas. Das heißt, kann man ja auch als Nachteil schreiben, dass es ein sehr verschultes System ist. Das kann man sich so vorstellen, an der dualen Hochschule bekommt man auch einen Stundenplan. Da weiß man ganz genau, was man zu tun hat, bekommt das vorgegeben und das muss man erfüllen. Während an der Universität oft man nur einen groben Studienplan bekommt und sich dann selber seine Veranstaltungen zusammensuchen muss. Das heißt, man muss selbst entscheiden, wann belege ich welchen Kurs, welche Vorlesung. Das ist zum einen natürlich ein hoher Organisationsaufwand. Und es erfordert viel Selbstdisziplin. Wenn ihr euch überlegt, wenn man es nicht wie an der dualen Hochschule feste Vorgaben hat, kann man sich natürlich auch so ein bisschen gehen lassen in der Richtung, okay, ich mache das dann vielleicht erst ein Jahr später und es dann natürlich dann am Ende die Studienzeit verlängert. Jetzt mit dem System Bachelor Master hat sich das ein bisschen geändert, auch in der Universität ist es ein bisschen verschulter geworden, aber trotzdem noch weit noch nicht so verschult, wie es zum Beispiel an der dualen Hochschule ist. Also hier ist viel Selbstdisziplin erforderlich. Auch wenn man überlegt, ist an der dualen Hochschule in der Regel immer Anwesenheitspflicht, während einige Vorlesungen gerade an der Universität ohne Anwesenheitspflicht sind. Also auch hier erfordert es viel Selbstdisziplin, bei der Stange zu bleiben, auch den Stoff selbstständig nachzuarbeiten. Das ist sicherlich ein Punkt, den man als Nachteil sehen kann, aber auch als Vorteil, weil man sich ja eben viel flexibler seine Arbeit einteilen kann. Ich nenne das mal flexible Studiengestaltung. Ein weiterer Punkt ist der Arbeitsaufwand, den wir vergleichen können. An der dualen Hochschule hat man relativ viele Präsenzstunden. Das heißt, wie in der Schule eben auch, man ist dann über 30 Stunden eventuell in der Woche dann dort. Während an der Universität sind die Anzahl der Präsenzstunden deutlich geringer, aber muss eben das Ganze selbstständig nacharbeiten. Aber der Punkt ist der, natürlich bekommt man in beiden Hausaufgaben oder Aufgaben, die man über die Woche erledigen muss, oder auch über das ganze Semester. Das heißt, letztendlich ist der Arbeitsaufwand, den man gezwungen ist zu machen, an der dualen Hochschule höher. Sieht man relativ viele Semesterwochenstunden, bei denen man wirklich anwesend sein muss. Zusammen mit dem Nacharbeiten kommt man in der Regel auf über 40 Stunden in der Woche, die man arbeiten und studieren muss. Während an der Universität natürlich je nach Fach, es gibt auch viele Fächer, wenn das an der Uni mindestens genauso ist, je nach Fach ist dann hier die Belastung etwas geringer. Wie sieht es mit den finanziellen Aspekten aus? An der dualen Hochschule macht man nebenher eine Ausbildung. Das heißt, man bekommt auch ein Ausbildungsgehalt. Ausbildungsgehalt, das ist in der Regel irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro. Ganz wenige Ausbilder erhöhen dieses Gehalt oder haben höhere Gehälter als 1000 Euro. Das ist bei manchen Discountern der Fall. Allerdings ist es natürlich trotzdem nicht mehr als etwas, was man zum Überleben braucht. Im Vergleich zur Universität ist es natürlich dann so, hier in der Universität hat man diese Möglichkeit nicht.
dann muss ich entweder über die Eltern finanzieren oder überarbeiten während der Semesterferien oder vielleicht bekommt man auch ein Stipendium oder vielleicht auch BAföG, je nachdem. Auf jeden Fall hat man dieses Gehalt hier an der Universität nicht. Das muss dann schon klar sein. Wie sieht es mit dem Übergang von der Ausbildung in den Beruf aus? An der dualen Hochschule hat man einen Ausbildungsbetrieb, in dem man diesen 3 Jahren die Ausbildung gemacht hat. Und in der Regel hat ja dieser Betrieb schon relativ viel investiert in euch. Das heißt, dieser Betrieb möchte euch, wenn ihr halbwegs gut gearbeitet habt, natürlich behalten. Das heißt, der Übergang von der Studienzeit in die Arbeitszeit oder in die Arbeitswelt läuft in der Regel relativ fließend. Ja, hier in Baden-Württemberg hat man beispielsweise Ausbildungsquoten von über 70-80% Übernahmequote. Das heißt, nur 20-25-30% müssen sich dann eine andere Stelle außerhalb dieses Betriebs suchen. Das ist ein Vorteil im Vergleich zur Universität, wo man erstmal nach dem Abschluss meistens dasteht und nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Ja, es gibt manche Studiengänge, die sehr beliebt sind, wo dann die Unternehmen schon vor der Diplomarbeit oder vor der Bachelor- oder Masterarbeit Kontakt mit dem Studenten aufnehmen, aber das ist selten. In der Regel steht man dann am Ende mit dem Abschluss da und muss überlegen, ja, in der weiten Welt, in der weiten Berufswelt, was mache ich jetzt? Da hat man es als Absolvent der dualen Hochschule oder der Berufsakademie schon wesentlich leichter. Wie sieht es mit den Arbeitsmarktchancen aus? An der dualen Hochschule hat man natürlich den Vorteil, dass man leichter in den Beruf reinkommt. Andererseits hat man an der Uni natürlich den Vorteil, indem man möglicherweise auch schon den Master gemacht hat, dass das Einstiegsgehalt etwas höher liegt und man bessere Aufstiegschancen später dann im Arbeitsleben hat. Wenn man nicht gleich nach dem Abschluss in die Arbeitswelt einsteigen möchte, hat man natürlich an der Universität auch noch die Möglichkeit, einen Doktortitel zu machen, also zu promovieren. Was auch noch ein Vorteil ist. Das sind im Wesentlichen die Punkte, die man gegenüberstellen kann. Man sieht, beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Das müsst ihr halt überlegen, wollt ihr eher etwas, was hohen Praxisbezug hat, das heißt, wo ihr auch gleich lernt, das anzuwenden, was ihr theoretisch übt, oder ist euch wichtiger, eine hohe theoretische Tiefe, eine wissenschaftliche Tiefe zu finden an der Universität, wo man mehr Freiheit hat, aber auch mehr Selbstverantwortung haben muss. Das sind Fragen, die ihr euch selbst überlegen müsst und dann könnt ihr zu einer Entscheidung kommen, ob ihr vielleicht eher an die Universität gehen wollt oder eher an eine duale Hochschule. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.lyrella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.